Und willkommen zurück zum Elden Ring Piraten One. Ich würde jetzt doch gerne mal die Karte erstmal holen. Schnell. Ich schaff mal von hier unten. Ja gut, vielleicht ja auch nicht. Komm ich an die Karte ran? Wie ist das sonst hier so weit weg eigentlich, ne? Wenn man so ein neues Gebiet betritt, hat man eigentlich schon relativ zügig. Hast du schon den Wegkabling übersehen? Muss gucken, wo der Wirbelsturm ist. Ich hoffe, das klappt. Okay, das klappt. Scheint ja da drüben irgendwie zu sein. Ja. Frage ist nur, wie komme ich da rüber? Die lassen wir in Ruhe, würde ich sagen. Also vom Berg oben aus scheint es ja nicht zu sein, vielleicht. Wir laufen noch ein Stück zurück. Versuchen irgendwie mal rechts lang zu laufen. Vielleicht ist irgendwo ein Weg. Ich würde es mir wünschen. Der Drache taucht ja nicht wieder auf, oder? Nee. Vielleicht gibt es irgendwie einen Höhleneingang oder so, wo ich dann da rauskomme. Ja gut, vielleicht steht auch nie, ne? Oder komm ich dann vom Berg aus irgendwann wieder runter und dann zur Karte? Hm. Ja, egal. Warte mal bei dem Weg oben. Ich hoffe einfach, ich finde noch den Weg dahin. Ich glaube, der Weg ist auch nicht mehr allzu lang hier. Ja, so ein paar Schleimklumpen. Muss ich hier bei den toten Drachen entlang, oder? Hier hat jemand sehr viele Drachen erledigt. Die Hoffnung zur Karte zu kommen, gebe ich auch nicht auf. So, ich nehme an, das ist der richtige Weg. Für mich war es doch relativ sicher. Dann lass uns kurz gucken, wo sie geradeaus noch hingeht. Nur ein Item. Igons Handbuch. War der Typ, der dort lag, oder? Am Boden? Den wir dann beschwören sollen? Mal gucken. Ich bin noch unsicher, ob ich den wirklich beschwören will. Ich meine, der letzte Kampf war ein bisschen knapper. Hat ein bisschen gedauert. Ich meine, die Quelle, die hat jetzt nicht so viel gemacht unbedingt, wobei Gift gar nicht so schlecht war. Warum liegen eigentlich die ganzen Sachen so tot?
Ich meine, rennen wir nicht zum Drachen hin, diesen Bale? Ja. Ich hab's nicht mitgenommen. Ein uralten Drachenschmiedestein fehlt hier auf jeden Fall auch nicht. Hier geht's noch weiter. Aber der Berg hat schon was. Okay, das aktivieren. Davon wird ein Bosskampf auf jeden Fall. Ich meine, guck. Das ist so eine Tür, also ein Tor und. Die Frage, die ich mich noch stelle. Der Rufzeichen ist ja nicht hier, ne? Ich muss dann das Item von dem verwenden, wahrscheinlich. Da liegt einer. Man kann hier Objekterstellung nicht machen und so. Davon habe ich aktiviert, oder? Hm. Egal, wir haben genug Zeit verschwendet. Warum auch immer ich keine Objekte herstellen kann, ich weiß es nicht. Also sind wir in anderen oder ich selbst nach Hause? Ich hab gedacht, das ist hier dabei irgendwie. Dein komischer Finger. Die Langperle? Ach, kann ich bei den Zwillingen abgeben, okay. Zwei Schlüssel und hier ist. Okay, mit seinen Rufzeichen. Das ist doch der finale Kampf hier, weil da gibt's doch keinen weiteren Weg dann. Ach egal, wir machen es einfach. Wir wollen den eh nicht beschwören. Da liegen viele Tote. Wow, was ist das denn? Au. Dem fehlt ein Bein, kann das sein? Der aus diesem Walter Drache nur ein. Dicker. Au! Au! Lass das! Hör auf damit! Au! Ich weiß noch nie. Wie ich das am besten ausweich. Wahrscheinlich, wenn ich weiter wegrenne. Okay, so langsam muss ich es aber mal ausweichen. Ich kann mein Pferd nicht rufen. Ich kann mein Pferd dann nicht rufen, was mache ich denn hier? Ja, das ging mir voll ab. Nimm Donny ab. Au! Au! Dein Angriff kommt schnell und gefährlich. Ich dachte, er trifft mich jetzt nicht mehr damit. Ja, verdammt nochmal. Aber ist nur Bale. Also, hier ist der finale Kampf mit dem Gebiet gerade. Aber wo der Rufzeichen von den Typen ist, das würde mich trotzdem nicht mehr interessieren. Ich meine, manchmal ist es auch in der Arena, aber ich habe da jetzt nichts gesehen. Also. Weil der Typ hat keinen Unterkörper mehr und so gehabt, da hätte er sich ja mal bewegen können, oder? Ah.
Ja, verdammt nochmal. Unmengtrank Tank ist das gar nicht interessant. Er soll den Trank verwenden. Und jetzt da reingehen. Hier ist es jetzt plötzlich. So, da schießt ein Bogen rein. Au! Er hat da einen Pfeil stecken. Da. Er hat gar keinen Lebensbalken, nein. Komm mal rein. B hält aber auch echt viel aus, ne? Und das ist schon halb tot. Ich muss weg! Das ist jetzt Phase 2 also. Sieht doch sonst aus. Hör auf damit. Ich sehe zwar nichts, aber es ist cool. Ich will schon nur noch zum Angreifen kommen. Ich brauche jetzt doch nicht den Typen berufen zu haben, oder? Auch wenn er eigentlich sterben kann, was ich doch unter das ganze Bild cheap, ne? Wir müssen uns sehr schnell beugen. Na shit, ich dachte eigentlich liegen bleiben. Ich bin Erfolg hat schnell genug, dass ich keinen Schaden krieg. Naja, die Hälfte haben wir. Ach, das schon so massiv viel aushält, ist aber auch schon ein bisschen nervig, ne? Wir machen ja auch trotzdem mit den Typen. Würde ich sagen. Allein wenn ich dann eine Zeit lang nichts mehr sehe und so und. Wie ist es? Wie soll ich an dem Punkt ausweichen? Ich dachte mal, seinen Schwanz hieb. Ja, ich könnte mehr rollen. Ich will keine Ausdauer mehr. Das geht mal ab. Das wird weh tun. Ich bin noch weggekommen. Da ist er.
Au. Das war sein Anpacken-Move. Ja. Weiß nicht, wie sie eigentlich so gut ist, wenn es den Kopf betrifft. Weil, wenn ich jetzt hier auf den Schwanz schlagen will. Ja, jetzt hilft mich dann doch noch. Ja, ich bin wieder reingerollt. Ich hätte weiterrollen müssen. Nur zwei Heilungen. Sieht nicht gut aus. Ich krieg zu viel ab. Keine Ausdauer mehr. Er hat auch nicht unendlich viel Leben. Hat er das nicht vorhin gerade gemacht? Okay, das wird eine enge Kiste. Man kann da durchrollen, interessant. Ja, wenn ich so nah dran bekomme, ich an dieses Feuer nicht mehr vorbei. Letzte Heilung. Und ich muss den hinlaufen. Na, der ist schlecht. Blutschaden! Blutschaden! Oh mein Gott, ich dachte, er ist tot noch. Das war so knapp. Aber ich habe kaum Blutschaden gekriegt, deswegen werde ich mal auf wertiges Ebene wieder mal gehen. Wir kennen dieses alte Spiel, ne? Wir müssen sowieso kaum Blutschaden machen. Machen wir unsere Säbelstärke. Oh, das ist beinahe. Habe ich eigentlich wohl die 600 Runen eingesammelt? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier ist er. Ich würde gerne kurz meine Rune einsammeln. Ich soll vielleicht auf die Rune einfach scheißen in dem Punkt. Jetzt sind sie eh weg. Jetzt sind sie eh weg. Ah. Spätestens, weil ich die vorne eingesammelt habe, ich weiß es gerade nicht. Aber spätestens jetzt sind sie eh weg. Gut. Da kann man es auf die Rune verschweißen. Das ist auch nett irgendwo. Da geht mir eh nicht wirklich die Zeit dazu, dahin zu rennen jedes Mal. Oh, von den Typen. Na. A true great warrior, Bandai Egon. Your fear made flesh. Jetzt trifft's doch noch, ich hätte doch mal weggehen müssen. Ich dachte, das trifft nicht mehr. Ja, das kriegen wir ab. Krieg schon nicht ab. Solid of scale you might be, foul dragon. But I will
riddle with holes your rotten hide. With a hail of harpoons. With every last drop of my being. Er ist zusammengebrochen. Na, jetzt wollte ich es doch noch machen. Muss er weg, muss er weg, muss er weg. Der hat vorher gar keine Flügel, oder? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, ich bin einfach nur gerollt. Nehmen wir die null Runen mit. Autsch. Da. Ich muss kurz meine Heilung rauspacken. Nein! Ich hab's, wie kommen sie jetzt? Shit. Was ist eigentlich mit Egon los? Wo ist denn der hin? Ist er schon tot? Die Parts werden immer länger, hab ich den Eindruck. Ich muss mich zum Aufnehmen, ich schneide es dann eh wieder auf eine halbe Stunde runter, aber... Okay, ist auch so aktiviert. Ja. You will rue this day. Behold, a true great warrior, and I, Egon. Your fear may flash. Ich weiß nicht, wie viel Hilfe der Typ ist. Ich habe immer den Eindruck, der macht gar nicht so viel. Wobei, jetzt haben 1000 noch Schaden gemacht. Zu früh gerollt. Solid of scale, you might be, foul dragon. Und ich will riddle with holes your rotten hide. With a hail of harpoons. With every last drop of my being. Da, ich komm nicht mehr hin. Zum Schlagen. Der packt mich gleich. Oder auch nicht. Warte mal, schau mal, ein Bügelschritt. Gehen wir schnell Distanz rein. Ach, da schießt er den Typen. Ja, dann muss er halt weg dann. Die Heilung war umsonst. Oh nein, das war's packen. Ich dachte, er hat Feuer. Das war's. Ja, ich dachte, er macht ein Feuer. Ja, da packt er mal an. Sag mal, hab ich wohl doch mehr Blutschaden gemacht, als ich dachte? Irgendwie, weil ich jetzt nicht mehr so weit komme. Ja, wir ändern uns wieder. Ketten hoch auf Gift gehen, aber ich weiß nicht. Das ist so praktisch. Ja, ist das auch noch die Qualle dazu? Das gehen wir voll ab. Also die Hitbox ist manchmal auch echt komisch, oder? Warrior,
Meine Qual ist schon halb tot. Au. Ja. Ich glaube, ich mache doch mal schon mehr gut Schaden, als ich denke. Ja, ich komm nicht weg. Ja, Blutschaden macht halt doch halt hier. Meine Qualle noch lebt, erstaunlich. Kann ich weg. Ja, hat ein Team wieder gepackt. So, ich hab die Magie. Ging mir tatsächlich aus. Ah, ich hätte den Pluton-Schritt machen sollen. Hat Gift? Da kann man mal Blut. Hey, der Typ lebt sogar noch. Ja, zum Bale. Bale the Dread. You shall haunt me no longer. 490.000 ergeben, so viel wie Malenia. Wobei ich muss sagen, Malenia war ein bisschen schwerer. Ja gut, ich hab noch zwei Summons und Gift war ganz gut, glaube ich, vielleicht. Blut auf jeden Fall. Hat doch mehr Schaden gemacht, als ich zugeben wollen würde am Anfang. So, hier kriegt man 3 Punkte jeweils. 3 Punkte und nur ein Punkt. Würdest du das mal so machen, oder? Manchmal wollte ich mehr Ausdauer, aber wir wollen den Schaden. Wir wollen viel mehr Schaden. So, da hätten wir das hier geschafft. Weiter geht's auch nicht. Dass ich die Karte nie habe, ne? Das ärgert mich schon. Wo komme ich schon mal her? Hm, keine Ahnung.
Ach, da hinten. Wenn nichts, versuche ich die Karte, glaube ich. Aber okay, gut, dann würde ich sagen, lass es einfach mal hierbei. Mit den zwei zusammen, es war jetzt doch leichter als ich dachte, aber okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal.